بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, eine Frage, die des Öfteren gestellt wird, ist, was es auf sich hat mit dem Händeschütteln nach dem Gebet. Ja, und ich kann mich auch gut daran erinnern, mir ist es auch einmal passiert, dass ich, wo ich ganz am Anfang des Islam, wo ich ganz am Anfang war, ein Jahr oder zwei Jahre Muslim, da meinte dann jemand zu mir, wenn du gebetet hast und du hast Salam Aleikum gesagt, dann musst du erstmal nach rechts Takabbalallahu minna wa minkum sagen und dann nach links Takabbalallahu minna wa minkum sagen. Ja. Und diese Frage kommt dann natürlich auf, wie ist das damit, was ist das Urteil davon? Und ich habe das hier in der Fatwa gefunden von Sheikh bin Baz, Fatawa Islamia, Daul Arkam, Seite 179. Hören wir einfach mal, was er dazu sagt. Also er wird gefragt, Ma hukmu shar'i fi musafahdi aqab salati, hal hiya bidatun am sunnatun, wa bayanu adillati al-hukm. Ja? Also es wird gefragt, was ist also das Urteil in der Scharia über das Händeschütteln nach dem Gebet? Ist das eine Bidda oder eine Sunna? Und er würde gerne die Beweise für diese Sache verdeutlicht bekommen. Also, dann sagt er, Al-Musafa aqab al-salati bi sifatin da'imatin la na'lamu laha aslan. Das heißt, das Händegeben nach dem Gebet auf eine Art und Weise, dass man das immer macht, ja, da kennen wir keine Grundlage für. Weil hier Bidatun, sondern das ist eine Bidda, das ist eine Erneuerung der Religion. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال und es ist von dem Propheten steht fest, dass er gesagt hat, من عمل عملا ليس لي أمرنا فورد, wer eine Tat macht, für die es von uns kein Befehl gibt, wird die abgelehnt. Und an anderer Stelle sagt der Prophet, في رواية, in einer anderen Überlieferung, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Also wer in unserer Sache etwas Neues einführt, so wird das abgelehnt. Ja, das hat der Sheikh bin Baz dazu gesagt. Und die Sache ist folgendermaßen. Er hat auch hier erwähnt, dass man das immer macht. Ja? Weil es könnte jetzt jemand sagen, ja hör mal, ist es nicht erlaubt für den Bruder Dua zu machen? Das heißt, ich mache Dua für dich, dass Allah dein Gebet annimmt. Das ist vollkommen erlaubt. Stimmt, das ist vollkommen erlaubt. Aber das Problem hier in der ganzen Sache ist, dass das wie eine Angewohnheit geworden ist, und das ist das, was erwähnt wird, Sifat da'ima, bi sifatin da'imatin, dass das, wie dieser Bruder damals zu mir gesagt hat, nach dem Gebet musst du erstmal nach rechts und erstmal nach links. Und wenn man damit anfängt, dass man das also praktisch zu einer Mustahab-Sache macht, natürlich, wenn ich sehe, jemand hat eine gute Tat gemacht, irgendwas, und ich kann sagen, zu dem möge Allah es von dir annehmen. Aber hier in diesem Fall fängt man schon an, mit dieser Sache die Religion zu verändern. Dass das eine ständige Sache wird. Das heißt, die Religion, die Art und Weise, wie du etwas praktizierst, nimmt eine andere Form an. Das heißt, plötzlich gehört etwas zur Religion, ist ein fester Bestandteil der Religion geworden, der nicht dazugehört. Und hier muss man aufpassen. Denn wir wissen selber, wie die Christen in die Irre gegangen sind. Die Christen haben angefangen, als Menschen, die Jesus gefolgt sind. Und dann wurde Schritt für Schritt immer etwas dazu erfunden, bis die ganze Religion zerstört wurde. Und so viele Dinge neu erfunden wurden, wie Zölibat und so weiter und so fort. Und da sehen wir jetzt, welchen Schaden diese ganze Sache angerichtet hat. Deswegen muss es unser Ziel sein, diese Religion reinzuhalten. Wir sagen des Öfteren, schau dir die Lage der Muslime heutzutage an. Wir sehen es, Muslime werden abgeschlachtet und so weiter und so fort. Und viele Brüder sind dann auch sehr überhastet. Aus einem guten Grund, weil sie im Herzen das Gute für den Islam und die Muslime wünschen. Aber wir müssen eins wissen, der Weg zum Sieg ist kein Weg von heute auf morgen. Sondern der Weg zum Sieg und der Weg zur Hilfe ist ein langer Weg. Der Prophet a.s. hat eine Linie gemacht und hat gesagt, Herr, was Sabilullah, dies ist der Weg Allahs.
langer Strich. So wird das interpretiert. Thumme ratachotutum an yaminhi o an shimali. Dann hat er dann auf der rechten Seite von diesem langen Strich kleine Striche gemacht und auf der linken Seite. Das ist die Erklärung, dass es ein langer Strich war und an der rechten Seite kleine und an der linken Seite kleine Striche. Thumma qala hadha sabi, also hat er erstmal gesagt, das ist der Weg Allahs, und dann hat er gesagt, dies sind die anderen Wege. Hadhihi subul mutafarriqa ala kulli minha shaytanun yad'u ilayhi. Sagt, und das sind die anderen Wege. Und an jedem Weg ist ein Satan, der dazu aufruft. Ja, das sind kurze Wege, das eine ist der lange Weg. Und viele Leute rufen zu einem schnellen Ergebnis, zu einem überhasteten Ergebnis. Aber Allah sagt im Koran, sagt er, Inna Allah la yughayyiru ma bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Das heißt, Allah wird die Lage eines Volkes nicht ändern, bis sie ihre eigene Lage ändern. Und wann hilft er uns? Wenn wir den Islam richtig praktizieren. Dieser Vers, den ich gerade eben übrigens genannt habe, ja, der Inna Allah la yughayyiru ma bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, der ist in Surat Vers 11. Surat Vers 11. Vers 11. Das ist die 13. Sure, wenn ich mich nicht irre. Ja. Dann, der andere Vers ist, den man denken muss, ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Das ist die Sure Ar-Rum, Vers 47. Das heißt, das Recht, dass Allah, also es ist unser Recht, ja, sozusagen, Allah wird den Gläubigen helfen. Aber wem? Den wahren Gläubigen. Und deswegen müssen wir versuchen, denn wir können nur mit der Hilfe Allahs etwas erreichen, uns zu wahren Gläubigen zu machen, die den Tawhid und den Ittiba, das heißt, La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah richtig praktizieren. Und La ilaha illallah ist, indem man den Tawhid wiederbelebt. Und Muhammad Rasulullah ist, indem wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und deswegen ist die Bid'ah und die Erscheinung der Bid'ah in dieser Umma ein Grund für die Zerstörung und die Vernichtung und die Not und das Leid unter den Muslimen. Ein Grund für die Not und das Leid unter den Muslimen. Weil wir diese Religion durch diese Bid'ah sozusagen verraten haben. Der Prophet, Imam Malik, rahimahullah, sagt, Man ibtada fil islami bid'atan yara hasana, faqad za'ama anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khana risala, li'anna ya laha yakul, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawm ibn dinan, La yakunu al-yawm dinan. Das heißt, er sagt, wer eine neue Sache in die Religion einführt und sagt, das wäre eine gute Bid'ah, der hat schon behauptet, dass der Prophet a.s. die Botschaft verraten hätte. Denn Allah sagt, al-yawm akmaltu lakum dinakum. So, 5 Vers 3. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Und dann sagt er, und was an jenem Tag nicht zur Religion gehörte, gehört auch heute nicht zur Religion. Deswegen möge Allah uns zu denjenigen machen, die das Gute gebieten, das Schlechte verwehren und die Bid'ah in dieser Umma vernichten. Die Bid'ah, den Menschen die wahre Sunna lehren und sie vor der Bid'ah warnen. Denn das ist ein Grund, wie die Muslime diese Izza, diese Macht, diese Kraft, diese Ehre, diesen Stolz für die Religion wiedergewinnen. Indem wir zurückgehen zu Koran, indem wir zurückgehen zur Sunna, indem wir zurückgehen zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und deswegen, sagt zu den Brüdern in der Moschee, ich habe euch die Fatwa von Sheikh Ben Baz vorgelesen, sagt zu den Brüdern, wenn diese Angewohnheit auch bei euch besteht, sagt zu ihnen, Bruder, wenn er zu euch kommt mit Taqabbalallah, Taqabbalallah, und dass das also wirklich eine Angewohnheit ist, dass das so praktiziert wird, sagt zu ihm, Bruder, wo hast du den Beweis dafür? Ich mache nur Dinge, die Allah im Koran sagt oder die in der Sunna stehen. Und der Prophet hat das nicht gemacht. Und wäre das gut, würde ich das machen. Und wir müssen uns ganz strikt und genau an das halten, was der Prophet gesagt hat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.